Und jetzt der Ball auf Werner. Werner gegen Nastasic. Viel zu schnell. Timo, Werner, Werner, Werner. Der Gefaulte schießt selbst. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des RB Leipzig Karrieremodus. Heute sind wir am Start und zwar mittlerweile am 11. Spieltag gegen Mainz 05. Das wird eine sehr, sehr spannende Partie, würde ich mal behaupten. Aber vorher muss ich euch erstmal was mitteilen. Wer den Vlog gesehen hat, der weiß auf jeden Fall schon Bescheid. Ich habe die Spiele gegen Darmstadt und Leverkusen eigentlich aufgenommen. Allerdings irgendwie doch nicht aufgenommen. Sound habe ich aufgenommen, Cam habe ich aufgenommen, Gameplay irgendwie nicht. Und das ist sehr ärgerlich, denn ich habe beide Spiele 3:0 gewonnen. Und wie man hier sehen kann und wie man hier sehen kann. Und ich habe gegen Darmstadt das krasseste Tor meiner Karrieremodus-Karriere geschossen. Mit Lukas Klostermann aus über 70 Metern. Und dummerweise habe ich es halt einfach nicht aufgenommen. Ja. Sowas kann passieren, seid mir nicht böse, aber ich hoffe trotzdem, dass euch diese Episode heute gefallen wird. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Tierisch gute Unterstützung, ihr wisst ganz genau, wie sehr mich das immer freut. Videobeschreibung auschecken, IG Vault, 6% Rabatt und 8% Bonus. Momentan wegen Footmist, der Rabattcode ist MaxGamingTV, ist der erste Link. Dazu mein Merchandise könnt ihr auch gerne auschecken, wenn ihr noch kuschelig warme Pullover für den Upcoming, ich bin wieder im Englischen, für den aufkommenden, beziehungsweise bevorstehenden, genau, bevorstehenden Winter braucht, weil wir haben ja erst Dezember, also bei uns geht es erst im Februar los, lohnt sich dementsprechend und Social Media könnt ihr auch gerne auschecken. Wir spielen heute gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Schalke und gegen Ingolstadt, was im Endeffekt heißt, wir spielen gegen Schalke. Ob wir dazu noch gegen, ich weiß nicht wen, Köln oder so spielen, kann auch sein, dass wir bis Köln noch simulieren, das glaube ich eigentlich schon eher. Die Sache ist nämlich, wir haben nächste Episode Transferzeit, da machen wir noch das Spiel gegen Bayern und gegen Hertha simulieren wir. Ja, gegen Köln, Schanzer, Freiburg und Mainz. Das wollt ihr euch sowieso fragen. Und zwar, wollt ihr es so haben, wir machen jede Episode ein Spiel, der Rest simuliert. Jede Episode zwei Spiele und der Rest simuliert, also zwei volle Spiele. Oder jede Episode ein Spiel und von einem Spiel, das habe ich auch gegen Darmstadt so das erste Mal versucht, nur die ganz, ganz krassen Highlights. Also wirklich nur das Gröbste zusammengefasst, aber halt gespielt. Bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Versuchen das heute einfach mal so. Und zwar spielen wir gegen Köln im Pokal und gegen Schalke. Und gegen Schalke spielen wir ganz und gegen Köln zeigen wir die Highlights. Aber erstmal gegen Mainz. Achso, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann ich denn jetzt darüber abstimmen? Infocard ist, verdammt, hier oder da? Ich habe keine Ahnung. Infocard auf jeden Fall. Und weil wir sehr anstrengende englische Wochen hatten, spielen wir heute mal mit einer etwas veränderten Aufstellung. Mit 4-2-3-1. Kaiser, Lazaro und Forsberg hinter Paulsen, Demme, Ilsanker, Klostermann, Compair, Orban, Halzenberg und natürlich Timon Wellenreuter gegen Mainz 05, die zuletzt gegen Hannover im Pokal anscheinend 3-0 gewonnen haben, gegen Ingolstadt gewonnen haben und gegen Schalke unentschieden gespielt haben. Also nicht das einfachste Spiel, definitiv. Zumal simuliert ist ja immer so eine Sache und unser Rating ist deutlich niedriger als das von Mainz. Aber vielleicht können wir den Schwung aus den letzten beiden 3-0-Siegen mitnehmen. Ich bin gespannt. 20 Minuten durch, bisher noch 0:0 und noch überhaupt nichts passiert, auch auf den anderen Plätzen. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob noch irgendein anderes Spiel momentan stattfindet. Zweite Halbzeit, bisher immer noch nichts passiert. Jetzt ein Wechsel, Papadopoulos kommt für Compair, Mali kommt für Clemens, das ist natürlich meine Ansage. Roger für Onisivo, Keita für Kaiser, Latza für Halimi, aber es fallen keine Tore in der Red Bull Arena. Palacios Martinez kommt zu seinem ersten Einsatz und wir spielen 0:0. Wir nehmen Punkt also mit und das, obwohl wir mit einer etwas, ja, anders aufgestellten Mannschaft spielen mussten. Damit kann ich definitiv leben. Und Palacios Martinez mit seinem Startelf-Debüt. Ja, Startelf. Überhaupt Debüt. Wäre der Kollege mal vielversprechend, ne? Ist er aber leider nicht. Und dementsprechend gehen wir mal wieder zu Timo Werner und trainieren dessen Abschluss zusammen mit Esposito, mit Paulsen und so weiter und so fort. Was kommt bei rum? Ja, 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 kann ich mitleben. So, jetzt haben wir eine ganz lange Pause, wahrscheinlich wieder Länderspielpause, was heißt wahrscheinlich, es ist Länderspielpause, aber wir haben Scouting-Update von A. Brandt und von Kowalczyk. Und Kowalczyk gucken wir uns mal als erstes an, der ist ja in Polen und hat da mal wieder leider Gottes nichts gefunden, was uns auch nur ansatzweise interessiert, weil das sieht alles nicht gut aus. Ich sollte die Scouts halt auch echt in die Länder schicken, wo gute Spieler herkommen, so Deutschland, Italien, weiß ich nicht. Naja, so, apropos Deutschland, naja gut, der sieht jetzt auch nicht so stark aus, vor allem vom Potenzial her. Der Kollege sieht aber sehr gut aus, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Der geht auch definitiv klar, auch wenn sein Potenzial nicht so hoch war. Den beobachte ich mal, der ist nicht so gut und den beobachte ich auch mal. Das war gut. Der Yusuf ist auf Länderspielreise mit Dänemark, dementsprechend wird Keita trainiert und er fügt sich gleich mal mit einem A ein. Sehr, sehr schön. Esposito steigt auf 66 und Rashica nehmen wir, glaube ich, gleich mal aus dem Training raus. Unser Kader ist einfach zu groß, wir müssen definitiv mal, ey Leute, das geht doch nicht, wir müssen definitiv im Winter Spieler verleihen.
So, die haben zuletzt nicht so gut gespielt, die Freiburger. 0-0 gegen Mainz, 1-1 gegen Wolfsburg und 3-0 verloren gegen Werder Bremen. Und das auch noch zu Hause, glaube ich. Wobei, das kann man, glaube ich, da nicht sehen, ne? Bin mir nicht sicher. Oh, Husch, die macht das 1-0 für Frankfurt gegen Dortmund. Und Niederlechner macht das 1-0 für Freiburg gegen Leipzig. Das ist nicht schön. Der hat ja auch in Realität getroffen. Nur eigentlich hat RB das Spiel ja doch im Endeffekt recht klar gewonnen gegen die Breisgauer. Hier sieht es momentan aber nicht so aus. Dummerweise gab es aber auch gerade eben, muss ich sagen, die Formation, also die ursprüngliche von RB mit den Anweisungen, also den Taktiken quasi, gab es irgendwie nicht mehr, was natürlich sehr unvorteilhaft ist, und wir verlieren tatsächlich 1-0 gegen Freiburg. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Teilweise weiß ich nicht, was die Scouts sich denken, mir Spieler mit 29 bis 41 Gesamtstärke und einem Potenzial von 60 zu bringen. Aber Lewicki steigt, oder Lewicki. Oscar steigt. Monatsbericht der Jugendmannschaft. So, wie sieht das denn hier aus? Hans Ludwig, herrlicher Name, sieht aber nicht schlecht aus. Das Potenzial ist ein bisschen niedrig, aber ist in Ordnung, lassen wir mal drin. Schinkel, der sieht sehr, sehr gut aus eigentlich für einen Linksverteidiger, auch wenn wir da natürlich gut besetzt sind mit Halzenberg und Henrichs, aber das passt. Robert Schäfer, ja, sieht auch stark aus mit seinen 16 Jahren. Geht noch ein bisschen was, aber der ist ja auch noch in der Jugendmannschaft. Kaczmarek ist immer noch recht gut mit 61, kann man mit leben. So, dann Zajac, der ist richtig stark mit seinen 59 mit 15. Szymanski ist auch in Ordnung. Hans Schulze ist richtig stark. Naja, okay, nicht richtig stark, aber es geht. Weber ist 18, aber das geht auch noch. Also zumindest, also wir müssen ja nicht die Ultratalente nur haben. Kaczmarek Nummer 2 ist... Und Kuhn, ja, naja. Wie komme ich jetzt von unserer Jugendmannschaft zu Schalke? Ah, Knappenschmiede. Wir spielen gegen das Team mit einer der besten Nachwuchsabteilungen in Deutschland. Und das wieder mal zu Hause in der Red Bull Arena. Schöne Choreografie, die sie immer noch nicht angepasst haben und die immer noch bei jedem Spiel erscheint. Aber okay, kann ich mitleben. Manolo Lama und Paco González stelle ich gleich noch aus. Und dann können wir reinstarten. Wir spielen mit Wellenreuther, Klostermann, Papadopoulos, Orban, Holzenberg, Lewicki, dazu Keita, Forsberg, Sabitzer, Werner und Yusuf. Fährmann, Naldo, dazu Höwedes, Nastasic, Stambouli, Aogo, Bentaleb, Kaishara, Choupo-Moting, Hüntelaar, Di Santo. Eine ganz, ganz merkwürdige Aufstellung. Ich weiß nicht, was sich da der Trainer gedacht hat. Papadopoulos zu Hause gegen seinen Ex-Verein. Das wird sehr interessant. Ich weiß übrigens nicht, was denn für Fahnen hängen. Kann mir das jemand erklären? Ach nee, das sind Red Bull-Fahnen. Ha, die sind ja kreativ. Oh, Lewicki mit dem richtig starken Antritt. Ist er schneller als Nastasic? Ja, da kommt er noch vorbei. Die Sache ist nur, in der Mitte ist keiner so wirklich. Und dann kommt das Tackling und es gibt sogar Abstoß. Stark von Nastasic. So, wir haben natürlich noch zwei andere Spieler, die hier heute in dieser Partie im Fokus stehen. Oh, schöner Ball auf Sabitzer. Und zwar Wellenreuther, der Ex-Schalker. Und selbstverständlich Timo Werner, der hier in der Mitte steht. Und Sabitzer kann sich nicht gegen Nastasic durchsetzen, der bisher ein sehr starkes Spiel macht. Oh, Werner, Timo Werner im 16er. Timo Werner mit dem Abschluss und Fährmann ist da. Naldo war in greifbarer Nähe, sag ich mal, aber geht da nicht zum Ball hin. Trotzdem schöner Abschluss, wir nähern uns an. Papadopoulos kommt da an den Ball und Orban kommt da nicht mehr hin. Fährmann hat ihn sicher. Und jetzt dürfen wir bloß nicht in den Konter laufen hier. Wer ist denn da? Klostermann setzt sich aber gut durch. So, und jetzt Orban gegen Aogo. Alter Schwede, jetzt geht's los hier mit Schalke in der Offensive. Wir kommen hier gerade hinten gar nicht mehr so richtig raus und die zeigen direkt mal, was sie drauf haben, wenn sie mal ein bisschen Platz bekommen. Jetzt aber mal vielleicht die Kontergelegenheit, auch wenn der eigentlich viel zu langsam vorgetragen ist. Forsberg mit dem Fehlpass, jetzt Werner. Timo Werner ist natürlich gegen Schalke ein ganz heißes Eisen, gar keine Frage, haben wir ja bereits erwähnt. Und jetzt der Ball auf Werner. Werner gegen Nastasic. Viel zu schnell. Timo, Werner, Werner, Werner. 1-0. Wir gehen in Führung kurz vor der Halbzeit. Und es macht selbstverständlich, selbstverständlich Timo Werner. Schön freigespielt. Dann ist er zu schnell für Matija Nastasic. Und der Abschluss ist gar nicht mal so gut. Aber Fährmann sieht auch nicht stark aus. Ja, ja. Karma. Ne? Hashtag ehrlicher Fußball. So kann's laufen. Und damit geht es direkt rein in Durchgang 2. Schalke muss jetzt natürlich kommen und wir haben Platz für unser Spiel. Und das ist bekanntermaßen Konterfußball. Mal sehen, wie wir den umsetzen können. Schon mal schöne Kombination hier und dann der Fehlpass. Klostermann, da sehr schön auf der Außenbahn. Da kommt keiner so wirklich hinterher. Die Sache ist nur, er muss jetzt auch die Flanke schlagen. Er kriegt immer den Freistoß und Nastasic hat diesmal mit der Grätsche nicht den Ball getroffen. Was natürlich gut für uns ist, weil damit ist er gelb verwarnt und das ist ein Vorteil. Der Gefaulte schießt selbst. Aber das ist ja nur der Freistoß und es ist Klostermann und der schießt auch nur, weil... Also ich darf anscheinend hier gerade nicht... Ach, die Mauer. Ich darf hier gerade nichts machen, aber der schießt auch nur, weil er Rechtsfuß ist und weil er, ja, schön
ungefährlich in der Mitte wäre. So, jetzt dürfen wir. Genau, Klostermann bringt den rein. Und da steht Forsberg, der ist natürlich auch nicht so gefährlich in der Mitte. Aber nochmal Klostermann mit dem Kopf. Keita, oh, es wird gefährlich. Timo Werner nämlich gegen Naldo. Timo Werner gegen Naldo. Oh, da kam aber die Grätsche. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Ach, und weil er hier im Abseits stand, ist die Szene... FIFA. Keita auf Paulsen. Paulsen gegen Hövedes. Ist er schneller? Ist er schneller? Er ist schneller. Berbaspin. Oh, den wollte er nicht. Den wollte er nicht machen. Das wäre es gewesen. Also normalerweise ein sicheres Tor eigentlich aus der Position, wenn du den Berbaspin da durchbringst. Dummerweise hat er ihn nicht gemacht. Aber wir bleiben dran. Mit Klostermann, der gerade diesen Freistoß geschlagen hatte. So, wieder ein Foul. Jetzt wird Schalke langsam nervös, beziehungsweise ein bisschen aggressiver in ihrem Spielstil. Oh, das war ein ganz miserabler Pass. Schalke kommt nochmal. Hüntela, aber Wellenreuter kennt den, ja. Dementsprechend ist er in der Situation auch da. Choupo-Moting mit der Ecke. Jetzt können wir natürlich aufpassen und vor allem dann direkt kontern. Das wäre zumindest sehr, sehr gut, wenn wir das schaffen würden. Oh, Di Santo, aber Di Santo. So gibt's keinen Konter. Aber jetzt gibt's ihn und wieder ist Timo Werner freigespielt und ist schneller als Hövedes. Timo Werner, schwacher Abschluss. Daran müssen wir noch arbeiten. Ach du Scheiße, Di Santo war nicht im Abseits und vergibt diese Chance sowas von kläglich. Oh wei, das darfst du ja eigentlich keinem erzählen. Selke setzt sich da schön durch gegen Dennis Aogo. Kommt er dann auch weiter? Ja, aber dann ist Fährmann da. Naldo! Naldo, das fasse ich nicht! Ausgleich Schalke! 84. Minute aus einem absoluten... Aus einer... Das war nicht mal eine Chance eigentlich. Er ist Kopfball, aber das Ding legt Papadopoulos ihm vor. Er köpft ihn hoch. Scheiße. Das Schlimmste ist, ich habe das Foul eigentlich nur gemacht, damit ich den Kollegen hier einwechseln kann. Michele Esposito, der hier den Ball... Wenn wir jetzt noch das nächste Gegentor kassieren, ne? Gott sei Dank nicht. Schöner Ball auf Lazaro. Von dem haben wir seit der Einwechslung noch nichts gesehen. Boah, das war ein Fail, aber er kommt durch gegen Embolo. Ah, und dann ist Embolo zu schnell, weil er irgendwie keine Ballkontrolle hat, was normalerweise gar kein Problem bei ihm sein sollte. Und Schalke kann kontern. Orban hatte schon gelb. Gut, dass er dich nicht getroffen hat. Und jetzt Papadopoulos, der hat zum Glück noch kein Gelb. Aber ist auch fair. Ach, und dann ist Schluss. 1:1 gegen Schalke 04. Ich habe viele Schalke-Fans hier auf dem Kanal. Dementsprechend würde es die auf jeden Fall freuen, dass sie zumindest nicht verloren haben. Aber für uns natürlich ultimativ ärgerlich. Trotzdem ausgerechnet Naldo und Timo Werner treffen. Also besser kannst du das ja eigentlich gar nicht schreiben. Ich bin mit einem Punkt noch einigermaßen zufrieden. Ich kann zumindest damit leben. Aber das nächste Spiel muss auf jeden Fall wieder gewonnen werden. Weil wenn wir oben bleiben wollen, ist das definitiv notwendig. So, wir haben einen neuen Trainingsgast. Und zwar ist das Orban. Der fügt sich mit einem C an, aber die Ergebnisse allgemein sind sehr gut. 2x B, 3x C und Werner steigt. So, nächstes Spiel, nächste Simulation auswärts gegen Ingolstadt. Zuletzt unentschieden gegen Darmstadt und Wolfsburg, Niederlage gegen Bremen. Aber wir haben ja, oh, 2 Minuten Pause, das 1:0. Wir haben ja gerade schon auswärts gegen Freiburg verloren. Das heißt, gegen ein Team, das normalerweise ja eher unten in der Tabelle anzusiedeln ist. Hartmann macht doch direkt mal das 1:1, was natürlich gar nicht schön ist. Aber schon 2 Verwarnungen, vielleicht können wir daraus noch irgendwie Kapital schlagen. Wir verlieren 2:1, obwohl wir gelb-rote Karte bei... Ich hasse Simulationen, ey. Man kann vor allem einfach keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist halt so beschissen. Ergebnisse sind durchwachsen, aber Orban gefällt. Schon wieder ein Scouting-Update. Und Tom Falke sieht richtig gut aus. Den nehmen wir direkt mal mit. Jonas Fischer nehmen wir weg. Justus Falke nehmen wir auch. Hieß der nicht gerade auch schon Falke? Ich bin verwirrt. Egal, der Rest, ja. Wir sind zu Gast im Rhein-Energie-Stadion und es regnet. Und zwar richtig vor dem Pokalspiel gegen den 1. FC Köln. Leute, heute absolute B11. Ihr werdet begeistert sein. Ich weiß nicht, ob wir hier noch Aufstellungen bekommen, ich glaube es aber eher nicht, aber auch Köln spielt nicht mit der absoluten A11, beispielsweise spielt Mladenovic, bei uns unter anderem Berg vorne drin, Rashica und Selke, hinten drin haben wir Compea und gute Frage, wer der andere Verteidiger ist, im Tor spielt auf jeden Fall heute mal Gulaschi, links Henrichs, rechts Paslak, also B11 en masse. Lazaro schön im Zusammenspiel mit Selke, die Flanke ist nicht so gut, aber aus dem Rückraum kommt Diego Demme, schöner Versuch, richtig gute Anfangsphase. Oh, das war gefährlicher, als ich dachte von Rashica da. Bisher haben wir noch nicht wirklich was Gefährliches zustande gebracht aus dem Schuss vom Demme. Und bei Köln läuft gar nichts offensiv. Aber das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt Davy Selke. Ah, läuft. So, Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Bisher haben wir 7:0 Schüsse. Und wir haben absolut
genug Großchancen eigentlich gehabt, zumal wir noch Schüsse dabei hatten, die aber nicht als Schüsse gewertet werden, weil sie direkt abgefälscht waren, bevor sie in Richtung Tor gingen, aber im 16 halt schon waren. Also das ist bisher eine Demonstration hier, aber wir kriegen den Ball einfach nicht rein. Paulsen, da ist er jetzt aber. 1:0, 73. Minute, Paulsen und Werner gerade eingewechselt, einfach mal um auszuprobieren. Werner steht auf links diesmal, wie originell, hat er ja auch bei Schuckern mal gespielt. So, und dann Berg mit dem Ball auf Paulsen und der ist kalt und der macht das 1:0. Und wir sind in Führung, sehr gut. Wieder Paulsen, 2:0, Vorentscheidung, 79. Minute, so schnell kann es gehen. Hätten wir Paulsen mal direkt von Anfang an drin gehabt, wieder ein schöner Konter hier, gut gespielt, der Ball von Werner und Paulsen ist zu schnell für Sörensen und Olkowski und der Abschluss mit links ist auch stark, ja, herrlich. Alter Schwede, der erste Schuss von Köln und dann gleich so eine Rakete. Ja, den muss man ja schon reinnehmen, auch wenn es kein Tor war, weil es halt einfach ein Highlight ist und weil es der erste Schuss von Köln ist. Und jetzt kommt das 1:2, weil Gulaschi richtig scheiße steht und Rudnevs plötzlich Lust hat. Timo Werner so viel schneller als die Defensive der Kölner und drüben ist Yusuf Paulsen. Oh, wäre das schön gewesen. Ja, ich hätte auch selber abschließen können, aber ich wollte den Hattrick für Paulsen haben. Kriege ich nicht, aber das Spiel dürfte auch eigentlich vorbei sein. Och nee, bitte jetzt nicht. Nee, nicht so jetzt, bitte. Oh Gott, nein, ist der schnell. Okay, doch nicht. War ja auch nur Konstantin Rausch und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 2:1 gegen den ersten FC Köln im Pokal und sind damit eine Runde weiter. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir doch gut. Peter Stöger und Co. konnten leider Gottes abgesehen von der 80. Minute oder bis zur 80. Minute nichts, aber auch gar nichts gegen uns machen. Und dementsprechend sind wir auch verdient weiter. Und ja, damit können wir doch sehr gut diese Episode beenden. Und das machen wir auch, denn das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür diese Episode. Wir sind leider in der Tabelle in der Bundesliga ein bisschen abgerutscht auf Tabellenplatz 7. Aber unser Ziel ist, glaube ich, Klassenerhalt. Von daher wird das schon irgendwie werden. Vielleicht schaffen wir es noch international zu kommen. Wir haben ja auch erst 14 Spieltage rum. Das heißt, wir haben immerhin noch 20, an denen wir uns weiter nach oben verbessern können. Und da stehen auch Teams wie Hertha, Hamburg, Bayern. Wer ist da schon? Die können wir noch überholen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Mal sehen, was da für ein Karrieremodus kommt. Hier ist die Infokarte zum Abstimmen und ich wünsche euch bis dann noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, bis dann, haut rein und ciao.